Das ist ein bisschen wie im Straßenverkehr. Da begleiten auch Erwachsene die Kinder und sagen auch ganz klar, welche Regeln es gibt. Und dieses Beispiel müssen wir einfach übertragen in die digitale Welt. Da brauchen wir auch erwachsene Begleiter und Begleiterinnen, die die Kinder an die Hand nehmen und einfach sagen, wo es eine Grenze gibt. Oder auch sagen, ja, das funktioniert jetzt so und so eben nicht. Einfach um den Kinderschutz ernst zu nehmen und Kinder nicht zu gefährden.